Moin Leute, in Season of Discovery gab es Veränderungen. Nicht wundern, das ist hier mein Zuhause. Also hier ist mein Zuhausebüro sozusagen und da mache ich nur Videos, wenn ich im Urlaub bin. Ich habe bis Freitag Urlaub, das heißt ab Freitag wieder normal, also nicht daran gewöhnen. Es gab trotzdem ein paar Änderungen, die wollte ich euch nicht vorenthalten, und zwar das Spielerleben im Altrektal wurde angepasst, also ist jetzt erhöht. Und das war ja schon in der Wasungsschlucht und Narati-Becken ist es ja so, dass man höheres Leben hat. Und das haben die jetzt angepasst, dass die Spieler das auch im Alterrektal haben. Ansonsten gab es noch ein paar Klassenanpassungen, und zwar ein kleiner Buff für den Druiden. Die Munkenform erhöht jetzt den Schaden von Moonfire und Sunfire um 100%, vor was 50%. Und eine kleine Verbesserung für den Jäger, und zwar Immolation Trap hat jetzt eine Dauer von 7,5 Sekunden. Davor waren es 15 Sekunden, also es macht denselben Schaden jetzt in 7,5 Sekunden. Und Raptorstoß wird von 10 auf 15% erhöht, also der Schaden. Beim Magier gab es ein paar Bugfixes, und zwar Pyroblast wird jetzt nicht mehr Clear Casting verbrauchen, und hier gab es auch einen kleinen Bugfix mit Arcane Barrage. Und beim Paladin gab es einen Nerf, und zwar göttliches Licht hat jetzt einen 18 Sekunden Cooldown, das hatte davor gar keinen Cooldown. Ja, ein Nerf für Paladine, Heal Paladine. Wir wissen, aktuell sind Heal Paladine, ja, die Meta, die stärkste Heilklasse, also mit Abstand. Und hier kommt der Nerf. Rogues bekommen auch einen Nerf, und zwar Focused Attacks generiert jetzt noch 2 Energie anstatt 3. Ich bin mal gespannt, ob sich die jetzt wieder weiterhin durchsetzen wird, weil viele haben mit dieser Rune gespielt. Wahrscheinlich wird jetzt die andere Kopfrune besser werden. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, da wo ihr 15 Energie oder sowas zurückbekommt, keine Ahnung. Ansonsten wurden beim Schurken eigentlich nur ein paar Bugfixes hier behoben und ein paar Fehler. Und beim Schamanen gab es eine Änderung der Rune Schamanistische Wut. Und zwar generiert es jetzt dem Raid 18% Mana, davon waren es 10%. Und diese Änderung wurde gemacht, um in Raids das Mana, was generiert wird, zwischen Allianz und Horde auszugleichen. Also beim Hexenmeister gab es einen Bugfix. Von dem her war es auch schon mit den Änderungen. Ich hoffe, ihr kommt gut voran in Season of Discovery Phase 4. Mir macht die Phase 4 echt Spaß, muss ich zugeben. Ich bin gespannt, wann Phase 4 oder 5 rauskommt, besser gesagt. Und dann kommt ja BWL und Sulgurup werden wir da sehen. Da freue ich mich auch schon drauf. Schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr vorankommt, ob es euch Spaß macht nach wie vor. Ansonsten sehen wir uns vielleicht wahrscheinlich erst Freitag wieder, dann wieder im alten Büro. Und ansonsten viel Spaß euch beim Zocken und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.